Hallo ihr Lieben, Namaste. Ja, aus dem verschneiten Appenzell grüße ich euch, meine Seelengruppe, Seelenfamilie und alle, die in einer wundervollen Verbindung, Seelenpartnerschaft mit ihrem Herzmensch sind. Und es wird heute sicher nicht so ein langes Video, denn es ist ziemlich kalt im Schnee. Aber ihr könnt mal schauen, wie magisch es hier ist. Zauberhaft. Ja, also der Anlass heute für das Video. Ich möchte mit euch ein bisschen darüber sprechen oder Impulse reingeben. Über ich nehme wahr aus meinen Beratungen und höre des Öfteren Aussagen, Sätze wie, ja, ich habe doch alles getan. Ich habe alles getan. Ich möchte ein bisschen drüber reden, zu diesem ich habe alles getan, ohne dass ich jetzt tiefer auf einzelne Thematiken, Dynamiken psychologisch drauf eingehe. Das werde ich wahrscheinlich in der nächsten Zeit über diese Dinge, die sich zeigen, tiefer auf Einzelnes eingehen. Also, ich habe doch alles getan. Da könnt ihr mal für euch hinfühlen, hinschauen oder euch auch bewusst werden, wo hänge ich eventuell fest? Wo hänge ich fest? Es könnte sein, dass sich da ein Widerstand zeigt, ein Widerstand, wo ich eine Vermeidungsstrategie fahre, sei es bewusst oder unbewusst, Vermeidungsstrategien, Schmerzvermeidung, um mit Themen eventuell nicht konfrontiert zu werden. Ablehnung, Angst, Verlustangst, nicht geliebt zu werden, solche Themen, wo sich zeigen. Glaubensmuster nochmal, Glaubenssätze. Es könnte auch ein Glaubenssatz sein. Ich habe schon alles getan, ich tue immer alles. Und dahinter verbirgt sich vielleicht der Glaubenssatz, immer wenn ich alles tue, mache ich es kaputt. Also ihr fühlt schon und merkt schon, auf was ich hinaus möchte mit euch in diesem heutigen Video. Wir haben natürlich, ohne jetzt tiefer einzugehen, psychologisch 96% im Unbewussten. Und es geht Schicht um Schicht. Aber mein Video heute geht erstens mal weiter und seid mutig und ehrlich zu euch. Und um weiterzugehen, fühlt mal oder schaut mal, was da in euch ist, was da in euch noch ist. Eben, ob es ein Widerstand ist, eine Blockade ist,
ob sich da noch Traumata zeigen, ob da Glaubenssätze sind, um weiterzugehen. Ja, und dazu gehört eben auch immer wieder, dass wir da wirklich hinfühlen, was ist da in uns, und ehrlich sind. Also wenn ich dann vernehme, ja, ich habe alles getan und von ihm kommt nichts, ich nehme dann wahr in diesen Gesprächen, da ist so ein Unterton oder eine Bockigkeit oder eine Traurigkeit. Wenn es frei ist, wenn es wirklich frei ist, dann ist es leicht und frei und Freude. So, also fühlt mal in euch, was da sein könnte. Oftmals kommen wir eben alleine nicht dran. Also aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass wir in unserem eigenen Prozess blinde Flecke haben. Wir sind sehr verklebt mit unserer eigenen Geschichte. Es braucht oftmals einen neutralen Blick von, ja, auch ich habe einen guten oder mehrere gute Therapeuten, die mich durch meinen eigenen Prozess begleiten. Und ich bin mir das auch wert. Also, ich bin mir wert, meinen Prozess weiterzugehen und zu schauen, wo auch meine Flecken, Thematiken, Blockaden, Ängste, Traumata, Glaubenssätze, Glaubensmuster sind, um weiterzugehen, um diese Haken Schicht für Schicht zu lösen. Und ja, es ist ein Innenprozess und es ist auch vom Innen nach außen. Also es sind innere Schritte, Heilungsschritte, die sich dann im Außen zeigen. Gut. Also, ihr Lieben, ich werde im nächsten Videos auf verschiedene Themen eingehen. Widerstände, Traumata, Vermeidungsstrategien, auch psychologisch, was sich dahinter verbirgt, Konditionierungen, Muster. Und noch viel mehr. Also das Video für heute geht weiter. Ich kann euch immer nur aus meinem Herzen reinsprechen. Geht weiter, geht euren Weg mutig weiter. Ja, es ist eine göttliche Verbindung. Es ist ein göttlich geführter Weg. Es ist jeder Weg und jede Paarverbindung einzigartig, und nichtsdestotrotz haben wir alle Blockaden, wir haben Traumata, wir haben Seelenwunden, wir haben Ahnenthemen, Familienthemen, wir haben Mutter-Vater-Themen, das haben wir. Alright. Okay, also, wer noch mehr über mich wissen möchte, ihr könnt da unten auf meinem Kanal ein bisschen lesen oder auf meiner Homepage. Ich habe nochmal für den Januar ein Special Transformationsheilungsangebot. Mittwochsabends Heilkreis, 20 Uhr Zoom. Wir sind letzten Mittwoch gestartet.
Danke, Mädels. Ihr seid immer Magic. Ich liebe euch. Ja, ihr dürft meinen Kanal abonnieren. Ihr dürft mir ein Like geben. Ihr dürft mir Kommentare schreiben. Ich selbst bin seit 2016 mit meinem Herzmann in einer wundervollen Verbindung. Und ja, auf unserem Weg, auf unserem ureigenen Weg und dankbar. Und jetzt verabschiede ich mich von euch bis zum nächsten Video. Ich sage tschüss, tschüss, bye bye, ihr Lieben. Muffin, komm mal her. Ja, komm mal her. Jetzt kommt noch mal mein Schneehund. Komm mal her, hier. Ja, der Muffin, der ist auch dabei. So, jetzt, sag gut, geht's. Jo, der hat eiskalte Pfötle. Ciao, ciao, ihr Lieben. Andrea, mal her und Muffin. Ciao.